Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex bewegt sich weiter nur sehr wenig. Am Montag hat er es zumindest noch geschafft, leicht im Plus zu schließen. Gestern gab der DAX rund 0,3% ab und schloss bei 15.249 Punkten. Blicken wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, in den USA legen die großen Tech-Konzerne gerade ihre Zahlen vor. Gibt es dadurch neue Impulse für den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Für den Start heute sieht es leider erneut nach wenig Bewegung aus. Wir haben ja den großen Termin in dieser Woche, nämlich heute Abend den FED-Zinsentscheid. Und vor allem wird man natürlich sehr genau auf das Wording hören. Also sprich, ist da irgendwas dabei, was darauf schließen lässt, dass die Geldpolitik vielleicht nicht ewig so ultra locker bleibt? Also da ist man natürlich sehr gespannt. Du hast die Berichtssaison angesprochen. Also da wurde bisher auch schon einiges vorgelegt, was durchaus gut ankam. Zum Teil sehen wir das auch noch nachbörslich bei US-Aktien. Aber das Problem an der Sache ist quasi, dass man schon vorher auch sehr viel Positives erwartet hatte. Also das heißt, man muss jetzt natürlich schon sehr viel abliefern, um die Erwartungen zu toppen. Also sprich, mit den Impulsen müssen wir mal gucken, ob das dann noch reicht, wenn einfach auch schon viel an Erwartung eben eingepreist ist. Also ob die Berichte so als Ganzes dann quasi da Anschubhilfe leistet. Davon lassen wir uns dann erstmal überraschen und warten vor allem natürlich den FED-Termin ab. Und danach sieht es eben aus, als würde der DAX erstmal abwarten, was die FED so abliefert. Die Vorgabenseite in Asien ist heute Morgen gemischt, da hatten wir sowohl grüne als auch rote Vorzeichen, und an der Wall Street ging beim Dow gestern fast gar nichts vorwärts. Der ist so gut wie unverändert mit einem Mini-Plus von 0,01% aus dem Handel gegangen. Also man merkt die abwartende Haltung sehr deutlich, aber die Berichtssaison geht weiter. Wie gesagt, Impulse könnten da durchaus kommen, je nachdem wie die Erwartungen dann eben auch schon waren. Wir haben zum Beispiel aus den USA heute dann auch nochmal eBay, Facebook, Apple, und bei uns gab es schon Zahlen von der Deutschen Bank, von Covestro, gleich auch noch Umsatz von Delivery Hero fürs erste Quartal. Also da könnte dann trotzdem noch der eine oder andere Impuls dabei sein, der dann vielleicht den DAX mal so ein bisschen aus seiner Starre rausreißt. Also jede Menge Themen. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute der TecDAX. Der TecDAX befindet sich in einem intakten, langfristigen Aufwärtstrend. Im Februar markierte der Technologieindex ein Dekadenhoch bei 3.606 Punkten. Danach setzte bis Anfang März eine scharfe Korrektur ein. Seitdem dominieren wieder die Bullen. Aus technischer Sicht besteht jetzt allerdings eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause. Welche Marken Sie aktuell beachten müssen, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.